Ja, Alter! Ja, ey! Kleinen pinguinen Drecksäcke. Ja, habt ihr! Ich bin selber runtergefahren, ne? Als so, nächstes schon. So eiskalt, Digga, wie geil ist das denn? Ja, hey! Nein, ey, der schafft auch noch! Kommt der Eiermann! Seid jetzt willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wird es wieder richtig cringig. Ich glaube, ich habe den neuen Rekord im Cringe-Sein geknackt, Diego. Tut mir leid. Heute zocken wir Skill von Noobs. Also eigentlich genau unser Skill-Level. Mit dabei haben wir Deko. Hallöchen. Digga! Wenn Thanos auf dem Oktoberfest arbeitet. Eine weitere Runde, Snap, bam, alle tot. Zack. Einmal 50% aussortieren, ne? For the sake of the planet. Oh, was haben wir hier? Was spielen wir überhaupt? Skill von Luft, Brudi. Vorbereiten. Oh ja, geil, Karre. Ja, sofort gewechselt. Hier wieder gewechselt. Mhm. Wie immer, Muchachos, einen wunderschönen guten Hallo, guten Appetit. Oh ja, guten Appetit. Was kann man noch sagen? Hört auf mit den Fingern zu essen und benutzt Besteck, ja? Wir sind ja keine Tiere. Ich lecke Dekos Arschloch. Das kann ich euch mitgeben, hallo. Wir sind keine Tiere. War wahrscheinlich perfekt, wenn es klappen sollte. Können Sie mir helfen, hallo? Nein, nein, du darfst mich jetzt nicht als Rampe benutzen. Ich bin weg, ciao. Kleine Trouble. Warum respawnst du denn? Damit ich hier rüber jeepen kann. Wuhu! Okay. ja. Warte, ich nehme dich ja. Oh! Ja! Ey! Los! Ich da rein! Warte, ja? Warte, ich komm so. Bin vorbei. Ich kann aber ja nicht drehen! Digga, Heckantrieb, was ist das für ein Müll? Das sag ich doch die ganze Zeit. Los. Oh, ja, endlich hab ich hier. Ja. Endlich, ey! Ich muss doch so seitlich nehmen. Nein, seitlich! Nein! Ich bin doch gerade ohne dich da rausgekommen, muss einfach rückwärts jetzt rüberfahren. Ja, ich hab's auch ohne dich geschafft. Labert er mich voll, Alter. Du mieser Lappen. Ja. Ich hoffe, du verkackst da. Hauptsache, er sagt nein. Hauptsache, ich schaff's richtig easy. Nein. Du bist über mich gefahren, deswegen hast du es geschafft. Nein! Hauptsache, er sagt nein. Ja, es ist nun mal so. Was soll ich sagen? Ja, bei mir bist du über mich gefahren. Endlich, ey. Und bei mir bin ich auch einfach rückwärts. Das habe ich nämlich gemerkt, weil ich das vorher auch schon gemacht habe. Nein, ich habe dich gerade rausgekickt. Du konntest rückwärts rausfahren. Richtiger Chaco. Was für eine Welt lebst du eigentlich? Ey, du hast auf jeden Fall... Hast du zu viele Haferflocken in deine Augen gedrückt? Also irgendwie scheinbar ist dein Sichtfeld irgendwie eingetrocknet. Ich habe in deine Augen gedrückt, ey. Digga, du bist auf jeden Fall so ein lyrisches Genie und ein Debattierkünstler. Ja. Kannst du bitte auch zurückkommen und mich da reinkicken, so wie ich es bei dir auch gemacht habe? Ah ne, das hast du bestimmt auch alleine gemacht, ne? Das habe ich alleine geschafft, ja. Also ich habe es mit dir geschafft, aber ich hätte es auch ohne geschafft. Ich habe mich nämlich gerade neu ausgerichtet. So ein Chaco. Als du mich geramst hast. Ja, habe ich mich nicht gerade neu ausgerichtet gehabt, als du mich geramst hast. Geramst hast? Ja, siehst du? Einmal zur Seite, links, rechts, geradeaus. Haben wir. Easy. Guck mal, ich bin der Einzige, der hier alles legit schaffst. Du nutzt hier die ganze Zeit meine Skillness. Ja, er da meine Brunnen einfach über mich drüber. Du bist so ein Chaco. Nur wegen legit schaffen, ey. Hauptsache nur wegen mir hat das geschafft, dass, als ich ihn rübergerammt habe. So ein Kräutergärtner, Alter. Du musst doch wieder ein bisschen mehr Kräuter gärtnern. Machst du doch gerade bei deinem Haus, oder? Ich hab tatsächlich gerade gestern so ein bisschen, könnte man sagen, gekräutergärtnert, ja. Und, gefällt dir das? Also ich hab richtig Spaß an der Gartenarbeit, muss ich sagen. Haben wir ein bisschen zu viel Arbeit an dem Garten, muss ich sagen. Also gerade wenn es so dein eigener Garten ist und du nicht nur so typischerweise... Ja, das ey, kannst du mir mal helfen? Deswegen habe ich es ja auch gemacht. Kannst du mir helfen beim Garten umbauen? Ja, nee, eigentlich gar keinen Bock so, ne? Aber so, man hat so seinen eigenen Garten. Deswegen ich bin sogar alleine. Ja, ich bin morgens, ne, meine Freundin hat geschlafen und sie ist wach geworden von meinen Geräuschen vom Gartenarbeiten. Meine, sie ist richtig stolz auf mich gewesen. Ich davon mit den Geräuschen alleine, deiner... dass mir irgendwer in den Arsch treten musste. Also... Um das nochmal festzuhalten, Geräusche von Dekos Gartenarbeit, meinte er die Geräusche. José, arbeite schneller! Los, mache! Hallo, das wollten wir geheim halten.
Auch so richtig klischee-mäßig, so einfach so ein Mexikaner, ne? Warum rutscht der hier so rein? Alter. Aber du kannst da rückwärts mit Rückwärtsfahren wieder rauskommen. Na, ich bin zum Glück noch nicht reingerutscht, aber ich pümmel hier die ganze Zeit. Ja, wenn du reinrutschst, kannst du mit Rückwärtsfahren wieder rauskommen. Oh. Digga, du musst hier richtig. Passen Sie auf! Fahren Sie langsam! Wobei, Digga, ich hasse sowas! Mit Controller wäre es einfacher gewesen. Stimmt. Weil du dann nicht. Alter, wenn du mit dem Go-Kart an der Schräge da anfährst, rutschst du nämlich. Ja. Ja, weil ich hier nicht sehe! Oh, hallo, Daddy, harte Pum! Oh. Das Gefühl, ich soll noch getrollt werden. Kann ich hallo? Hast du den Punkt schon? Nee. Ich soll jetzt zurückkommen und dich trollen, aber. Digga, also, ich glaube, wenn ich den Scheiß hier nochmal machen muss, bin ich weg. Das war so eine Pimmelarbeit. Hallo, ihr habt den Punkt! Das ist mucho gusto für sie. Ja, Alter! Ja, ey! Ey! Ey, ich hab da nichts gemacht. Ey. Ich hab dich nicht berührt. Ey! Ey, jetzt hört er rück. Ey, ich hab dich doch so gerettet, du mieser Ficker! Ich hab ihn gerettet und der fährt rückwärts runter. Und jetzt regt er sich wieder auf, weil ich wieder irgendeine Scheiße da war. Was ist jetzt? Womit? Hab ich dich runtergestoßen? Ja, hast du! Ich bin selber runtergefahren, ne? Ey. Eigentlich müsste ich jetzt Alt F4 und du kannst die ganze Scheiße selber fahren. Hey, du bist selber runtergefahren! Ich schwöre, also in meiner Aufnahme habe ich dich nicht berührt. Ja, Alter! Ja, ey! Bis ich dir am Ende wieder geholfen habe, auf den Zaun zu kommen, auf den Gartenzaun zu kommen und du dann runtergefahren bist. Bis denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein bisschen unfair von dir, dass du das so auf mich schiebst. Und es war ganz klar, außer vielleicht, dass du nervös geworden bist, weil ich da runtergeschossen bin. Nicht meine Schuld. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Fahr jetzt einfach YOLO Fullspeed hier so lang. In der Ego. Ich sehe einfach gar nichts. Guck mal, das war auch der schwierige Part. Den hast du doch jetzt. Passt. Digga, wie das hier rumwackelt! Verkackt dich kurz vorm Ende. Easy first try. Digga, ich hätte eigentlich wirklich alt erfieren müssen. Eigentlich hätte ich es wirklich machen müssen. Das wäre eine richtige Muschi-Aktion gewesen, ey. Ich sag. Ah, Digga, sie spielen mit Feuer. Sehr viele Feuer. Digga, ich hab ohne Spaß nicht einmal berührt. Ja, ja, ja. Digga, hat der irgendwie Speed oder so Nitro oder so ein Scheiß? Ja. Ah, jetzt geht's. Ja, krass. Oh. Zum Glück. Hast du den Punkt eingesammelt? Ja, natürlich. Rückwärts hochfahren können. Ja, echt? Ja, ohne Probleme. Du kleine Ratte. Bist du da rückwärts hochgefahren oder wie? Du bist irgendwas super verdient, ey. Na. Okay, also. Easy first try, ne? Kann man sagen. Dick, wir sind zu einem Ziel. Kann man so sagen. Hallo? Was habe ich jetzt nach deiner Ansicht gemacht? Wie nach meiner Ansicht? Ja, ich hab dich ja getrollt. Lol, richtig verdient, ey, dass du da reingefallen bist. Was soll passieren? Ja, also, dass du überhaupt mit mir sprechen darfst, habe ich dir erlaubt zu sprechen? Was ist das? Was ist denn mal? Ich bin da runtergefahren. Du runter bist da runtergefahren und dann bist du zurückgefahren. Dabei bin ich gefahren. Und dabei habe ich irgendwie dich angeeckt. Also hast du mich angeeckt? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Also hast du gerade gesagt, dass du mich angeeckt hast und ich dich. Musstest du dahin? Gegenfrage, musst du dahin? Wolltest du mich da trollen? Ich ja. Musste da nicht hin, aber ich wollte dich auch nicht okay, trollen. Okay, okay. Nee, wolltest Hallo sagen, ne? Ich soll jetzt zurückkommen und dich trollen, aber. Ja. Wolltest du mir ein Handshake geben? Ja. Digga. Und bei mir, wie gesagt, bei mir habe ich dich nicht berührt, bis ich dir auf den Zaun wieder aufgeholfen habe. Haben auch alle Priester gesagt. Und, glaubst du den Priester? Nein. Nee. Aber ja, siehst du. Erwiesener war es schon Lügner, ey. Kleinen pädophilen Drecksäcke. Schatz feiert, Alter. Religion, ja, ist ja, hallo. Ist ja nicht so, Alter. Ist ja nicht so, als dass ständig irgendwelche pädophilen Vorwürfe aufkommen und dann der Papst sagt, in nomine patrem et filii et spiritus sancti und alles ist vergeben und vergessen. Das war gar nicht so.
Und dann wird der Fonds, der Geldfonds, der eingerichtet wurde, um die Opfer das Schadensgeld zu bezahlen, wird dann genutzt, um irgendeinem Kardinal seine Spielschulden zu bezahlen. Ah, ist doch geil, oder? Die Welt ist doch, die Welt ist doch in Ordnung. Ehrenmänner. Wo müssen wir jetzt? Müssen wir den Kran hochklettern? Nee, wir müssen hier die Baustelle hochheben. Ah, okay, da ist ein Schild. Ja, hier beginnt noch ein bisschen zu Fußkram. Also, ich glaube, das Religionsthema, das brauchen wir gar nicht angehen. Ich bin ja, dann geht auch wirklich die falsche Person, mit der man darüber sprechen kann, weil ich glaube, also, Religion hat bestimmt... Warte mal, Religion... Hallo, ich rede! Religion hat wohl auch was Gutes, ne? Weil damals war ja krasse Anarchie und jeder hat einfach jeden umgebracht und dass es so gewisse Spielregeln gibt, hat die Menschheit, denke ich mal, auch ordentlich weitergebracht, ne? Und auch so gibt es bestimmt auch viele Leute, ja, die da ihre Kraft... Die da ihre Kraft rausziehen, bla bla bla. Aber an sich ist für mich Religion per se... Also, ne? Abfall. Also nicht jede Art von Religion. Doch, eigentlich alle, doch. Glaube nicht, aber Religion schon. Glaube nicht, aber Religion. Okay. Ja, das war mein Selbst dazu. Wohin denn? Ja? Wurdest du konfirmiert? Digga, ich wurde nicht mal getauft. Okay. Aber ich wollte konfirmiert werden, um ein bisschen Geld abzusahen, aber... Ja, ich wurde konfirmiert, um Geld abzusahen. Ich hab mir dann damals meine Rolle davon gekauft. Ja, er weiß, wie der Lachs funktioniert, ne? Ey! Streiche das Konfirmationsgeld, 99% weniger Eingliederung in die Kirche. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ey. 100%ig. Ja. Jeder macht das nur des Geldes wegen. Jeder. Und dann bleiben also sie fast jeder. Deswegen hat die Kirche Mitglieder. Weil die einfach nach der Konfirmation drinbleiben. Dann zahlst du noch Kirchensteuer. Ich bin vor ein paar Jahren ausgetreten. Ja, ich habe noch nie Kirchensteuer gezahlt und da bin ich wirklich stolz drauf. Aber ich muss auch sagen, Religion, das ist... Also mal ganz vor diesem, was wir heute haben, mit der ganzen Vergewaltigung und sowas, zumindest im Katholiken-Krams da, ist die eine Sache, ja. Aber eigentlich war die Religion einfach nur dazu da, um mit den Adeligen alle anderen zu unterdrücken. Frauen waren sowieso dann schon mal gar nichts wert über Jahrhunderte, dank der Religion. Und insgesamt war die Religion einfach nur dazu da, damit die Leute stillhalten und die Adeligen, weil die ja von Gott berufen wurden, das Sagen haben. Easy weasy, ne? Gottesstunde erglänzt. Eigentlich, und wir hatten ja während der Religion das dunkle Mittelalter. Weil es in der Zeit, in der die Religion mächtig war und dieses Bündnis hatte mit den Adligen, komplett keinerlei gesellschaftlichen Fortschritt gab, über Jahrhunderte. Das finstere Mittelalter. Ja. Grüße gehen raus. Hashtag. Ich habe erst neulich einen Podcast gehört, da ging es unter anderem... Unser kleiner Take zur Religion. Da ging es auch unter anderem, eigentlich ging es da nur ums Ficken, muss ich sagen. Es war eine Folge, die Folge 69 und da haben die es über Pornoindustrie und den ganzen Scheiß geredet und haben eben auch gesagt, dass damals im antiken Griechenland, da haben die es einfach richtig wild getrieben, ne? Männer mit Männer, Frauen mit Frauen, also da war einfach alles richtig free! Also da gab's Straßenfeste... Da gab Straßenfeste, da sind die Leute mit Lederdildos rumgelaufen und haben sich komplett weggefistet und alles war zufrieden, d'accord. Und dieser Vulkanausbruch, ich glaube Ätna war das, ne, der hat ja auch ziemlich viele Leute schnell weggeholzt. Da gibt's ja diese Schatten, ne, die dann noch übrig geblieben sind, weil Pompeii, die einfach alle so... Ja genau, Pompeii. Die sind ja alle so einfach verbrannt und es gab da wohl auch so eine Kammer, wo ziemlich viel kranker Sexkram drin war. Und das haben die dann auch erstmal für sich behalten, weil dieses Zeitalter eigentlich so als rein galt. Und das würde nicht mit den Werten der christlichen Kirche. Doch, Europa nicht, aber da. Ja, ganz viel. Aber Pompeji, der Kram wird doch jetzt erst ausgebuddelt. Auf jeden Fall haben sie da so eine Kammer entdeckt. Aber ja, also im Rom, damals waren die richtig hart am Rumficken mit allem Möglichen. Auch mit Tieren und sowas. Also ja, deswegen, da wurde richtig geolgert. Richtig. Jeder mit jedem, alle mit allem und da war das einfach, Müssen wir da oben hochspringen? Müssen gar nicht da hochspringen, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, wir müssen nur hier auf diese... Okay, ich glaube, ich hab verkackt. Deswegen, wenn ihr religiös seid, ich finde immer so dieses andere überzeugen wollen, auch andere nicht überzeugen wollen vom... Also, ne, weißt du, andere überzeugen wollen, dass das auch Kacke ist. Das ist auch Kacke. Mein Bruder ist Muslim, ich bin absoluter Religions... Ich wollte gerade sagen Religionsnazi, aber das ist das falsche Wort.
Aber Religionsfeind, das trifft schon ganz gut, ja. Aber ich finde, leben und leben lassen, ne? Sollen sie mich so leben lassen? Ich respektiere das ja auch. Hab super viele gläubige Leute. Und ja, solange sie mich nicht bekehren wollen und ich sie nicht bekehre, ist das für mich leben und leben lassen, so, ne? Muss ich am Ende auch sagen, Marvin schon zwölfmal gesagt hat, leben und leben lassen, so, jeder soll seine Religion ausführen, wenn es ihm irgendwie hilft. Aber diese Institution an sich finde ich ziemlich, ziemlich schmutzig. Wobei ich ja auch, ich sympathisiere ja ein bisschen mit dem Buddhismus. Ja. Ich hab da ja so ein paar, ne, ich folge, ich bin jetzt kein betender, meditierender Mönch oder sowas, aber ich folge so ein paar Grundsätzen, die ich für mich ganz gut finde. Weil ich dachte, wir müssen vielleicht einfach nur auf dieses Gerüst da drauf da oben, wo der Speed aufhört quasi. Ha! Kann das sein? Ne, ich glaube, es reicht nicht. Ich versuche da richtig hoch zu jeden, aber... Hä? Aber wie sollen wir denn da oben hinkommen? Das hat doch auch einen Winkel überhaupt nicht. Komme ich hier wieder raus? Oh, ja. Hup! Da okay, auch mit Hupen geht's nicht. Wir müssen da danach hin, Marvin. Leertaste, speeden, losballern. Go! Alter, richtig locker! Das war ja richtig easy. Wo war unser Problem, ey? Oh, scheiße. Digga, Fragen, Probosser-Fragen. Hallo? Ich hab mich übrigens ganz hinten an die Kante vom Container gestellt. Dann schön mittig. Oh, genau. Yeet! 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 Okay, aber den nächsten, ich lasse dir Vortritt. Oh nein. Oh nein, nein! Nein! Was? Nein! Aber du kannst eh erst auf dem gelben anfangen, glaube ich. Wobei, warte mal. Vielleicht reicht's, wenn man gerade so rausfährt. Alter, das sah nicht schlecht aus. Langsam! Ey, was? Ey, okay, der sah so gut aus. Ich mach den Trick mit dem Leertaste hier auch. Nein. Warum? Oh yeah, der Trick mit der Leertaste. Geschafft, Riesen für zwei. Ja. Oh, ihr habt den Sprung jetzt aber verkackt hier. Oh, aber das war einfach. Nein, 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 nicht daneben. Komm, Marvin. Oh, ist das eine schöne Map, ey. Ich glaube, weil ich so ein bisschen Gotteslästerung betrieben habe, werde ich jetzt vom Unglück verfolgt, ja. Vielleicht sitzen jetzt Zeus, Aphrodite und Allah oben und sagen sich, ne, so kommt der uns nicht davon. Ich muss aber auch sagen, so die ganze Gottgeschichte, gerade bei den Griechen, ist super interessant. Habe ich mal so einen kompletten Podcast drüber gehört. Wusstest du, dass Zeus Europa vergewaltigt hat? Ja. Zeus hat ziemlich... Das ist krass, ne? Zeus hat eigentlich... Also, wenn du mal die Biografie dir von Zeus anschaust, hat er eigentlich so gut wie alles vergewaltigt. Er hat sich immer in irgendwelche Tiere verwandelt und dann als Tier die ganzen Mädels klar gemacht. Ja, der war krass drauf, ey. Also Zeus war wirklich, also das Ding war ja auch immer, er hatte ja auch eine Frau, keine Ahnung wie die hieß, aber die war dann, das war irgendwie die, eigentlich die sogar die Göttin der, das war sogar die Göttin der, wow, Alter, die Göttin der, fahr weiter, fahr durch, nimm Speed mit. Ah, wie kann man das sagen, das was Zeus eben nicht ist. Der Treue, glaube ich, Gott der Treue oder so ein Scheiß. Und dadurch, dass Zeus immer wieder fremdgenudelt hat, das Hera, hat sie... Ist das, ich Hera war ja, das, ja, genau, Hera, unter anderem. Und hat sie eben die ganzen Frauen, die Zeus eben geknackt hat, ja, der hat sich auch immer so in alle möglichen Tiere und auch Menschen verwandelt, so ab und zu auch der Ehemann so, hat sie trotzdem die Frauen dann immer richtig abgenudelt. Ja, bei Europa war es so, dass er hat sich in einen Stier verwandelt, hat Europa entführt. Das war eine ist doch die Geschichte Frau von Minotaurus, oder? Hat dann mitten im Wald, mitten im Meer, hat der Europa geknallt und dann ist da der Kontinent entstanden. Also eigentlich alles chill, oder? Ja, so wie man es macht, ne? Also in der Geschichte der Griechen geht es eigentlich darum, dass immer die Söhne die Eier abschneiden von den Vätern. Und deshalb ist eigentlich ziemlich häufig die Geschichte so, dass der Vater versucht, die ganzen Kinder umzubringen. Ey, ich schaff's einfach nicht! Und am Ende kommt der Sohn und schneidet ihm die Eier ab. So war es auf jeden Fall bei Kronos. Oh, ey, what the fuck, ey? Alter, what, muss man aber... What the fuck?
Ja, ziemlich viel Hardcore-Speed, ne? Lass uns mal, wie sagen wir, Windschade, hallo? Drei. Windschade. Drei, zwei, eins, go! Hast du schon mal die Punkte angeschaut? Nee. No. Hallo? Hallo? Windschade! Baby! Nein, überdreht. Das wär's gewesen. Oh! Ich hab's. War nicht ganz einfach. Können Sie zurückkommen, hallo, Nüsse? Kann ich eigentlich nicht. Ha! Komm, Baby, ich warte hier auf dich. Aber sagt er, während er es nur geschafft hat, weil er bei mir Windschatten bekommen hat, hallo. Bekommt halt. Ja, Grammatik, ihm läuft. Ja, 26 von 100 Punkten, das ist irgendwie... Meinst du, wir bringen irgendwann ein Buch raus, Grammatik, ihm läuft? Das wäre ein lustiger Name für ein Grammatikbuch. Ja, schon ganz geil eigentlich, meinst du? Oh, Alter! Oh, Alter, der hallo? Man nennt mich Hallo! Hallo! Ja, dann lass uns mal weiter cruisen, ne? Ja, zum Glück erst ein Viertel. Macht nämlich Spaß. Meinst du wirklich, es werden 100 Punkte? Ja, das muss ja, ne? Wollte man gerade sagen. Was erwartest du? Aber auf jeden Fall dass viel abgefahren. Auf einem Punkt sind. Ja, wäre sehr viel abgefahren, glaube ich. Aber hier ist aber eine Auffahrt, oder? Yes. Hm. Dann respawn ich mal, hallo? Oh nein. Was muss man da schon wieder für einen Scheiß fahren? Ah. Irgendeinen richtig laxigen Scheiß. Nein. Kann ich wieder draufkommen? Ich hab's gerade ganz knapp geschafft, wieder draufzukommen. Digga, du musst hier so fein lenken schon wieder. Machen wir das jetzt ganz chillo vanillo. Was sind sie auf? Fahren Sie langsam! Dann schaffen Sie es auf First Try! Ich fahr jetzt mal hier gerade aus. Ich muss so ein bisschen mit der Maus zu lenken, aber es klappt auch nicht so, wie ich das will. So fein. Hä? Okay. Aber geradeaus fahren? Okay, das war chillo. Geradeaus fahren ist das Schwierigste, finde ich. Kannst du hier wieder geradeaus fahren? Ach, da bin ich ja schon wieder bei dir, hallo! Aber pass auf, an den Büschen bleibst du immer hängen. Da hast du auch extra nochmal so ein Ding daneben gestellt, dass du ein bisschen mehr Platz hast nach links. Die Büsche haben noch einen unsichtbaren Busch. Oh, ich merk schon. Okay, Digga, weiter geht's! Wo ist hier das Ende, Alter? Wo ist hier das Ende? Nein. Oder oben. Oh. Oh no. Gefährlich, Brudi. Oh no. Was ist los? Wir müssen nochmal so einen zwiegespaltenden Lachs nach oben fahren. Was ist, kannst du es bitte nochmal auf Lusosch übersetzen? Hallo? Zwiegespalten heißt so ein Konstellationsding, ne? Wo du für beide Reifen ein so ein Ding hast und in der Mitte ist frei. Nein. Und okay, da kann man aber eigentlich durchheaten. Ah, nein, nach oben aber. Steil nach oben fahren. No. Falls da ein Loch ist, vielleicht ist auch kein Loch da. Also, wenn du da verkackst, dann ist deine Seele verloren. Digga, dann mach ich alle vier. Nee, du musst auch nochmal einmal durchhalten. Oh mein Gott, das wird ja... Nee, ich hab auch einmal gesagt, ich halte vier. Ja, aber nicht das hier, Alter! Nicht vorher 8 Kilometer so ein Ding fahren! Du bist irgendwie 30 Sekunden so ein Teil gefahren. Ja, laber mich nicht voll, ey. Okay, es ist kein Loch in der Mitte. Okay, ja dann... Es wäre jetzt richtig geil, wenn du rückwärts fahren würde, weil rückwärts müsste doch richtig easy hochkommen. Dann dreh doch hier. Zu wenig Platz für. Oh! Oh! Digga, ich hab ein bisschen gezittert, muss ich sagen, ja. Oh, da kann ich einfach hochfahren. Ey! Kannst einfach hochfahren, ne? Also, musst du natürlich gerade fahren, ne? Aber. Oh, nein. Oh, keine Scheiße, Marvin, keine Scheiße. Oh! Alter, ich muss ganz, ganz gechillt fahren. Ganz, ganz gechillt! Easy first try. Oh, yeah. 30 von 100. Ja, wir kommen weiter nach vorne, ne? Also, so eine Kacke ja, muss ich nicht unbedingt nochmal fahren. Hier ist, Alter. Oh, fuck. Oh, ja! Ja. Ja! Ja und ja. Ja? Okay, perfekt. Ja, ja. Was kommt jetzt für eine Karre? Was haben wir da? Ja, der Elegy heißt der, glaube ich, ne? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, die Karre heißt... Oh, Ja, was? Wie langsam darf man da nur fahren? Okay. Dann fahren wir langsam. So. Ich
da jetzt nach oben zu langsam ballern sollen? Oder hätte ich nach unten ballern sollen? Soll ich jetzt hier? Oder soll ich so? Ich glaube, ich soll so, oder? Nee, das ist falsch. Okay, dann soll ich doch da hoch. Immer dieser Mittelspeed! Oh. Also, jetzt ist beide mal. Ja, ey! Ich hoffe, jetzt schaffe ich es. Ja, ey! Nein! Ey, der schafft's auch noch! Zum Glück hat es nicht, ey. Ich bin nicht so ganz sicher, wie das funktioniert, aber ich glaube jetzt schon. Glaube ich, jetzt weiß ich es schon. Ich bin zwischendurch nicht so ganz sicher, wie es gehen soll. Hä, was? Da oben, denn, da ist doch gar kein Punkt, oder? Doch. Als so, nächstes schon. So, eiskalt, Digga, wie geil ist das denn? Ich glaube, es ist jetzt so einfach, oder? So? Ja! Und? Wuhu! Hab's! Ja, eigentlich ganz easy. Wie geht das jetzt? Aber nur Arsch, also wie so eine Koralle. Ein Arsch da rein und dann hast du es. Also erst den Arsch. Ne, erst den ersten speeden. Und dann drehen, dass du deinen Arsch da rein brezelst und dann nur noch ausrichten. Ja, das sieht gut aus. Oh ja. Oh. Ja! Alter! Kommst du drauf? Nein! Ey! Diese scheiß geradeausfahren in GTA, Alter! Aber es sah echt nicht schlecht aus. Muss man dazu sagen. So, ja, ich bin gerade rausgefahren, hätte es ja auch funktioniert. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, mit geradeaus. Mhm. Oh ja, nein, oh ja, nein. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, war das knapp. Prima! Alter, ich bin hier unter der Plattform so richtig knapp durch die AdWords durchgesprungen sogar, ey. Digga, Profi. Und das mit der breiten Karre. Meine Fresse. Das war ein geiler Punkt. Ja, hat mir auch gefallen. Den fand ich cool. Gerade ausfahren haben wir ein bisschen stressig, aber ansonsten was ganz gut. So, 34 von 100. Bisher auch 34 Minuten gebraucht. Das heißt, diese Map wird absolviert in 100 Minuten. Hallo. Wollen wir mal nicht hoffen. Das, wobei, die Muchachos, die sind auf jeden Fall gierig drauf. Muchachos wollen, wobei, wollen Schweiß sehen. Da auch nochmal gern die Frage. Wollt ihr lieber lange Folgen sehen oder lieber gut editierte kurze? Oder lang editierte kurze? Wahrscheinlich alles, ey. Muchachos sind lang gierig, editierte kurze. gut editierte kurze. Man kennt ihn. Oh, hier fängt wieder was an. Ich bin bei 40. Ja. Da werden wir unseren Spaß haben. Schon wieder Ende. Teleport. War schon. Oh, Go-Kart-Rennen. Ach, ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Go-Kart? Go-Kart-Rennen hier durch die Kanalisation, durch den Kanal. Hat ein bisschen was von Mario Kart hier. Ich hätte gerne Bananenschalen, einen Boost und einen roten Panzer. Oh, hallo. Hier auf dem FM, auf dem Mega Game Server mal reinbringen. Oh, das wäre geil, ja. War eigentlich fast mal vorschlagen. Ich sehe die ganze Zeit, dass hier Lukas, Valve, irgendwas auf 5M zockt. Ich habe aber keine Ahnung, was. Wahrscheinlich irgendein RP-Kram, oder? GTA RP-Schmutz sozusagen. Hi, ich glaube, Broody! Boom! Ich hoffe, das war kein Fake-Punkt. Dass er so RP-Kram zockt. Oder halt, was gibt's noch bei 5M? Irgendwie so Battle Royale, GTA Battle Royale? Boah, keine Ahnung. Aber irgendwas in der Art, ja. Huh! Da hast du gerade verkackt, wie konntest du denn hier verkacken, Broody? Beim zweiten Sprung war ich dann zu langsam. Und jetzt Speed. Huh! Huh! Und? Ey, ich bin schon zu langsam im zweiten. Tanze Samba mit mir, Samba die ganze Nacht. Das ist bei Marvin First Try. Ich brauche aber hier Support. Ich muss hier auf dich warten. Hey, ich komme nicht beim zweiten Sprung, Alter. Ja, glaub ich nicht voll, schaffst du gleich. Ich fahre einfach nur drauf zu und fall runter. Ich gehe auf Toilette. Wenn du mich hier findest, du weißt schon, was du zu machen hast, ja? Lass dich einfach links liegen. Okay, mit der nicht vorhandenen Antwort würde ich sagen, ja. Ja! Natürlich wieder kurz vorm Ende richtig hart ver-X'd, ey. Geil. Ja. Oh, okay. Maus lenken. Ja. Ja. Okay. Hallo. Okay. Lassen wir ihn da.
und fahren Kameraden, Schwein, profimäßig hier hoch und sammeln den Punkt ein. Perfekt. Und wenn ich jetzt noch den Verwandler einsammle, dann kann ich ihm gar nicht mehr helfen. Habe ich eine Ausrede. Ich sag ihm mal nix. Ich sag ihm mal, ich tu mal so, als wäre ich schon verwandelt. Hallo? Hallo? Ich sehe, Sie haben den Punkt, also, aber ich bin immer noch in der Ecke. Ja, ich habe den Punkt sofort eingesammelt und hier oben war ein Verwandler zum Menschen. Jetzt bin ich ein Mensch. Ich sehe, dass du ein Gurkart bist. Lava bin ich voll, Alter. Ich sehe auf der Karte, dass du ein Gurkart bist. Hallo. Ich kann dir nicht mehr helfen, leider. Hallo. Komm jetzt her hier, du Lappen. Nein. Wie nein? Ja, du musst es normal machen. Nein. Was das musst du normal machen. Was bist du für ein Lachs, Alter? Ich muss das auch 30 Mal gerade machen, bis ich es geschafft habe. Ja, du hast aber am Anfang schon verkackt. Jetzt fall da runter und ramm mich. Dankeschön. Dieser Chaco, Alter. Es riecht auf Beleidigung rein, Alter. Du müsstest da mein Ei anhängen jetzt gerade. So ein Schnuller, ey. Spawn bitte nochmal Support hier. Jetzt bist du wirklich ein Mensch, ne? Da sag ich nee. Prison Bitches. Aha. Hast du das Plakat gerade gesehen? Prison Bitches mit zwei alten Typen? Nee. Ja, ist noch ein bisschen zu Fuß Parkour. Shows auf Netflix. Gentleman. War richtig geil und Midway war auch gerade richtig geil. Und ich habe noch einen gesehen mit einem richtig alten Leonardo DiCaprio-Film. Aber der von 2011, glaube ich, also so alt gar nicht, aber älter. Rum Diaries hieß der, glaube ich. Da ist Leonardo DiCaprio auf Leonardo DiCaprio. Deo, ja. Deo, genau. Er ist da einfach Deo Dinario auf Kuba. Richtig guter Film. Also alle endlich. Drei Filme, die ich gerade genannt habe, zieht sie euch rein, sind gut. Die ersten beiden waren auf Netflix, der letzte Leonardo-Film, Leo DiCaprio, der war auch. Aber Deko, unsere Muchachos arbeiten viel, ja, die wollen was erreichen im Leben, die haben nicht so viel Freizeit wie du. Ey, kann man sich auch mal einen Film reingucken abends? Film reingucken, ganz genau. Ja, oder mich? Wir sind jetzt bei Punkt 57, also es geht so, ey, das ist der... Ich glaube, der krasseste, längste Parkour-Brudi, den wir jemals gemacht haben. Kann es sein, dass wir noch nie 100 Punkte hatten? Doch, hatten wir schon mal. Aber es kommt selten vor. Das ist schon wirklich, also maximalste. Und da wollte jemand richtig rasieren. Aber Skill von Noobs bisher. Also meinst es hätte das auch einfach alles schöner beieinander sein können. Ja, aber da sollte auch mal wieder so ein bisschen GTA... Custom Maps ist ja noch ein Autorennspiel, ja? Also, es hat so angefangen, Deko. Vielleicht back to the basics, ja? Back to the roots. Oh! Oh, da hinten kommt aber jetzt wieder was. Leckerschmecker. Ja. Okay. Hallo. Was sehen meine entzündeten Augen dort? Hallo? Könnte cool sein, was da hinten kommt. Aber mit so einem Go-Kart durch L.A. fahren, das hätte, glaube ich, auch was, oder? Wenn wir das nächste Mal da sind, machen wir das einfach. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich doch einen Führerschein. Jetzt können wir da uns einen Helikopter mieten, oder? Also geht alles jetzt, hallo. Du musst nicht mehr illegal in einem Bird mieten. Perfekt. Digga, dass die hier in Deutschland aber nur 20 km/h fahren, ey. Was ist denn los mit denen? Das ist richtig klappig, ey. Heute wieder gefahren. Kann ich auch Fahrrad fahren? Macht einfach kann ich zu Spaß, Fuß gehen? Ey. Macht einfach keinen Spaß. Aber ich find's besser als zu Fuß gehen. Nein. Wie? Ey, alles von vorne, willst du mich verarschen? Ah, es war ja nur gerade Ausfahren, muss man sagen, ne? Es war ja jetzt nicht so wild. Wie bist du da reingekommen? Ja, einfach den Looping da lang gefahren, komplett. Ja, ich auch! So 100% durchgefahren einfach. War easy, kein Problem. Weiß nicht, wie du jetzt schon wieder zicken hast. Digga, warte doch da mal, du Lappen! Wir schon wieder nach vorne tryhardet, der kleine Furzmann. Digga, ja, dafür tryhard ich jetzt. Warten. Oh mein Gott. Ich hoffe, das war jetzt nicht blöd. Nein. Oh, zweimal angeeckt. Ja, ey. Schon wieder verkackt. Das war auch einfach dämlich, muss man sagen. Digga, ich hast du die alte R4-Technik gemacht? Nee. Okay, wie hast du es geschafft, da stehen zu bleiben? Was ist denn die alte R4-Technik? Dass du an dem Punkt, wo du gerade in dem Moment bist, wo du das drückst, stehen bleibst. Nee. Das heißt, du hattest das Glück, irgendwo da hängen zu bleiben? Ich bin letztlich gut geblieben, ja.
Ja. Ja, wie viel Schamhaare hast du schon im Mund? Kann ich mir zielen? Also ich bin da einfach gerade durchgejietet. Warte, ich war langsamer. Ey! Was ist denn jetzt Phase hier? Ey, Ziel, aber bin ich voll! Einmal. Du hast doch... Ey, was hast du gemacht? Wie hast du das gemacht? Ich bin einfach nur komplett Fullspeed durchgeorgelt. Und das war's. Ja und ja. Hä, Digga, was jetzt hier? Hier laber mir nicht voll, das ist so easy wahrscheinlich. Kein, wie du hier durchgelackt bist, Alter. Einfach Skill. Oh ja, endlich. Ist das ein Troll? Digga, das war jetzt aber auch echt eine... Nein. Oh, ich dachte gerade schon... Oh mein Gott. Aber easy, first try, hallo. Wieder fast verkackt. Nee, natürlich nicht. Ich doch nicht. Bitte dich. Hallo? Hallo? Digga, wie er schon so krasser vorne tryhardet. Unglaublich, Alter, der Typ. Schwede. Digga, ich werde dich holen einfach. Ich werde dich jetzt holen. Einen Punkt weiter, du ficknackiger Lachsstäuber. Ficknackig, ey. Wünsche wohl, dass ich gerne, dass ich nackig wäre. Wäre schon schlecht. Würde es den Touchos gönnen, wobei die essen gerade. Digga, der Punkt war jetzt echt ein bisschen Krampf, ey. Muss man jetzt tauchen gehen? Hallo? Digga, der war richtig Krampf. Aber ich will wieder ein Auto. Aber ich muss doch... voll 100, 30 Punkte noch. Wo muss ich tauchen? Hallo? Ist hier irgendwie so ein Abwasserrohr in dem Kreis? Ich such da mal irgendwie nach einem Schatz drin. Juhu. Soll ich jetzt noch warten irgendwo? Digga, ist das ein Troll, diese komische Tube, die da aufgebaut ist? Da finde ich auf jeden Fall nicht. Soll ich warten, Marvin? Ja, du, es wäre schön, wenn du mir sagst, wo ich hin muss. Nee. Wie nein? Jetzt muss ich selber rausfinden. Tauch jetzt mal hier am Rand lang. Marvin, jetzt hinzu. Ey, ich kann nicht schneller schwimmen, was raffst du denn nicht? Okay, ganz, ganz hinten rechts. Ist ein kleines Loch, da ist auch ein Pfeil an der Wand. Kannst du reintauchen. Ganz, ganz hinten rechts. Ja. An der GTA-Bauteilwand. Ganz hinten in der Ecke. Da ist auch noch Pfeile unter Wasser. Da bin ich gerade, da ist nichts. Doch. Dann ist das wohl nicht ganz rechts. Oder meinst du hier? Das andere rechts wahrscheinlich. Also, ja, genau. Was ist im Hafenbecken. Ach, Digga, da war ich fast, da hab gespawnt. 300 Jahre später! Das Loch habe ich? Okay, ja. Jetzt musst du auf deinen Sauerstoff aufpassen, du musst schnell tauchen. Nein. Nein! Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, wie weit? Das sag ich ja. Hallo! Ja, fast abgesoffen. Ja, und ich hab keinen Sauerstoff geholt. Vorher, ich bin einfach die ganze Zeit getaucht. Okay. Vielleicht kann das ja spannend werden. Ja, nein, nicht wieder alles von vorne, ey, bitte nicht. Oh, nach oben kommen, nein. Ja, wenn du jetzt ertrinkst. Oh, ja. Oh. Machen wir dann. Okay. Alter, was für eine schwierige Geburt. Aber wie? 69! Hab ich ja gesagt. 69. Hallo? Hab ich ja richtig nachgeschaut. Digga, aber wir hatten jetzt keinen wirklich krassen Punkt, wo wir lange gechillt haben, ne? Schon knapp eine Stunde. Jeremy, ich wünsche dir viel Erfolg beim Schneiden. Ehre geht raus. Schauen wir mal, ne? Wir haben nirgendwo richtig krass lang gehangen. Nee, also null. Nicht gar. Also wirklich die ganze Zeit, obwohl Go-Kart. Ne? Go-Kart kommt auf den, ja, Go-Kart. Der war ein bisschen Müll. Haben wir ein bisschen gedauert. Aber ey, das ist schon knüppelhart, würde ich dir sagen. Guck mal, habe ich das easy wieder eingeholt, ey. Richtiger Analphabet, ey. Oh, okay, das ist ein Speed. Oh, gut zu wissen, ja. Habe ich natürlich gewusst. Weiter geht's. Oh, geil, Alter. Endlich mal wieder so ein Net. Ja, so ein Natural War. Ja! Ey. Der überdreht sich ja kaum, diese Karre. Ist das. Warte mal, ist das ein legendärer Carbonizzare? Nee, leider nicht. Schade. LG. Schade. Hätte ich gefeiert, wäre das ein legendärer Carbonizzaro. Was ist das? Ey, ich überdrehe mich schon wieder hier, ne? Ey. Das war voll einfach, Alter. Ja, ist auch. Naja, überdreht sich die Karre die ganze Zeit so komisch.
Okay, aber irgendwo ist da ein Troll. Also Deko. Nico hat's da irgendwie erwischt. Mich hat's erwischt, ja. Ich frag mich gerade, wo. Das hat auch ein bisschen was mit Überdrehen zu tun. Nein, nein. Oh, hast du es gefunden? Ja, hab ich. Wo hat das was mit Überdrehen zu tun, du Laberkopf? Ey? Digga, ich bin da extra mit 7 km hochgefahren, aber selbst. Oh, ja, ich auch. Selbst das hat nicht ausgereicht, um das Feuer zu spotten, ey. Alter, ich wäre fast noch runtergefallen, ey. Oh, das kennt ihr. Okay, auf jeden Fall hier. Und das muss man irgendwie vorher sehen, ne? Das ist echt gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, ja. Hier, wann kommt der Jürgen? Wuhu! Nein. Ja, Digga! Schade, ey. Der Kollege ist zu fett, hat sie mir nicht schade. Ey, richtiger Jürgen, ey. Jürgen! Jetzt haben wir, glaube ich, das so ein kleines Labyrinth, kann das sein? Ich werde jetzt hier einfach noch umgefahren. Kannst ja gerne irgendwie versuchen, da einen Weg zu finden, aber ich fahre hier lang, ja. Ich fahre mal ganz schlank auch da lang. Ich würde sagen, jetzt hier. Dreh. Ja. Hallo. Halt nicht den ganzen Verkehr auf hier, Marvin. Hallo, beruhigen Sie sich! Ich muss nur ein bisschen nach hinten fahren. Brauche ein bisschen mehr Speed. Ja, nice. Jetzt geh doch mal aus dem Sonnenlicht hier, Alter! Ja. Ich sehe nichts! Die Kamera! Wie er denkt, er runterfährt. Ey, ich sehe aber auch. Ja, ey! Ich hoffe, du verkackst da jetzt die ganze Zeit, ey. Ist richtig lustig. Also, ich denke mal, so geht das, aber. Ich denke auch, so geht das, ja. Die Kamera ist nicht mein. Nein. Wobei, man könnte nochmal auf der Plattform hier woanders hinfahren. Oh, ne, ich hab's. Nein, bitte. Hier. Nein, 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 nein. Bitte verkack noch, bitte. Oh, ja, nein, nein, nein. Das war richtig easy, ey. Dann sammeln wir nicht den Punkt ein, mach's nochmal. Richtig easy. Punkt eingesammelt. Glaube ich zurück und ramm mich noch weg. Er sammelt erstmal die Punkte ein, der kleine Strolch, ey. Ja, natürlich! So ein Chuck, du hast Hobbys, ich habe, ey, sag nicht Witz! Nein. Höchstwahrscheinlich, oder? Ja, das sind jetzt alle Punkte gewesen. Wir haben's! 51 Minuten, Brudi! Alter Schwede, ey. Das war aber auch eine schwierige Geburt. Wie bitte? Auch 13 Punkte. Ja, ist jetzt komisches Abgefahre hier. Wieder nach unten. Where's that? Ah. Hallo! Aha. Du bist so ein kleiner Arschfresser, Alter. Ich schwöre dir, Alter, so eine Chewbacca-Arschhaarreinigung, Alter, die wird doch nur von Marvin durchgeführt, ey. Sich da freiwillig für gemeldet in so einem freiwilligen sozialen Jahr. Der Hate is real, Alter. Der Hate ist einfach real. Ja, Koffer, oh nein, jetzt dürfen wir die Scheiße nochmal machen, ey. Aber diesmal mit dem Go-Kart. Oh. Ah. Aua! Das kommt ja auch nicht mal hoch. Ja! Los! Oh. Nein! Oh. Los! Fahr, ja. Bruder! Los, los! Den Fickfinger in deinen Nacken! Schwanzkopf, gibsichtiger Hodenstreichler! Nein! Du hast zu spät gezogen, ey. Nein, 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 nein! Nein! Er hat es! Oh fuck. Oh nein, nein, ich auch! Oh nein, ich bin gestorben! Oh ja, verrecke, Marvin, Alter, verrecke einfach! Oh. Shit, dann noch mal an, das war's. Oh. Was, bist du ein Auto? Ja, nein, 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 nein. Okay, oh. Er trollt mich nicht mehr. Nein. Oh. Nein. Oh. Oh. Nein! Nein. Oh, okay, das haben wir gereicht. Einmal kurz die Fensterscheibe wieder auch sauber machen. Haben wir gereicht. Okay, er hat nämlich Angst im Höschen. Der hat Angst im Höschen! Ich gönn mir lieber den ersten Platz hier. Also, Muchachos, 100 Punkte, ice cold. War eine coole Map. Skill von Noobs, deswegen ist Deko auch erster Platz geworden. Ne? Skill von Noobs, der Titel sagt's ja schon. Also,
Beschreibung abchecken, Instant Gaming, Merchandise und natürlich Triebwerk. Dankeschön für euren Support. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Macht noch, macht das Beste vom Tag, indem ihr gerne noch weitere Folgen schaut von uns. Bis dann, reingehauen.